Reißt hier erstmal bitte den Schießstand ein. Oder den Schießplatz, besser gesagt. Was ist da unten? Ach, da unten stehen auch welche. Ich habe keine Ahnung, was da unten los ist. Hier kommt man mit hier hoch. Oh, hier ist noch ein Trupp Schwertkämpfer. Ach ja, stimmt, habe ich auch geschickt. Ich entsinne mich. Ja, was muss ich denn da wieder sehen? Na, ich möchte euch anklicken. Ah, jetzt haben wir jetzt natürlich sehr viele. Jetzt haben wir natürlich wieder einen Soldat verloren, weil wir uns neu positionieren mussten. Beziehungsweise ich die Leute zum Angriff nicht anklicken konnte. Ärgerlich, ärgerlich. Schieß hier mal bitte den Schützen weg. Den Schützen, sag ich schon, den Leibeigenen. Ach, ja, 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 die Sägewerker. Ja, 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 steuern, steuern, steuern. Sagen Sie nichts, junge Dame. Wo wollte ich genau? Wenn man das natürlich vergisst, funktioniert es natürlich nicht so gut. Jetzt haben wir wieder 150%, also alles gut, alles gut, alles gut. Oha, da kommen noch mehr Schwertkämpfer auf uns zugelaufen. Ey, wo sind eigentlich meine ganzen Helden? Salim ist da, Erik ist da. Erik, unterstützt mal hier bitte diese Leute und ihr geht direkt nach hier drüben. Oh, da ist noch einer unserer Soldaten gefallen. Und mehr Schaden für alle. Hier schießen wir einfach mal die Schmiede auseinander. Das gleiche macht ihr bitte mit dem Wohnhaus, nein, mit diesem Leibeigenen. Nicht, dass hier wieder anfangen, uns sich irgendwas hier aufzubauen. Der ist tot und die werden auch gleich sterben. Ja, reißt die Burg ein und dann ist das Thema hier mit dieser Rebellensiedlung, glaube ich, so gut wie erledigt. Apropos erledigt, ihr habt nichts zu tun, das finde ich nicht gut. Ihr seid hier einfach... Ich entlasse euch einfach mal und ihr drei... Gut, ihr drei zwar auch ordentlich einen Laufweg, aber kommt trotzdem mal hierher und schnappt euch das. Oha. Und einmal im Kreis drehen sind die auch Geschichte. Die könnt ihr mal sein lassen. Schlagt das hier nieder. Ihr unterstützt hier bitte mal unsere Truppen. Weil ich meine, die Leibeigenen, die können wir jetzt einfach hier so über den Haufen schießen. Das ist jetzt kein großes Kunstwerk. Siehst du, sage ich doch. Und dann rollen wir direkt mal nach hier oben. Beziehungsweise die Kanonen dürfen das hier mal unterstützen. Ja, die schlagen halt weiter auf Leibeigenen ein, kann man auf jeden Fall mal machen. Oh, ne, sind keine Leibeigenen gewesen, glaube ich. Oder? Doch, also entweder waren es zwei Leibeigene oder noch ein Soldatentrupp. Ja. Damit ist das Rebellendorf offiziell vernichtet. Ich habe mir das eigentlich irgendwie spannender vorgestellt. Gut, ich meine, ich habe wieder brilliert mit sehr schlechten Taktiken, aber ansonsten ist das eigentlich ziemlich schnell erledigt gewesen. So, hier haben wir bitte noch eine Kanone. Wir brauchen natürlich auch erstmal dann die Möglichkeit, hier diesen anderen Ganoven klein zu machen. Obwohl, warte mal, ihr wartet hier oben. Und es kostet mich Eisen. Weißt du was, komm, drei Kommandanten gleich direkt den Auftrag geben. Weilweise drei Trupps, auch wenn wir uns das mit der Zielgrenze wahrscheinlich gar nicht leisten können. Aber dann holen wir uns hier einfach nochmal Eisen. Komm, zack, 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 zack. Ich mache das jetzt nicht bei jedem 50er Klick, das ist dann wahrscheinlich etwas nervig. Aber gut, sehr schön. Und was ist hier mit euch? Wollt ihr euch eigentlich noch direkt irgendwie dagegen... euch fehlt Eisen. Euch fehlt Eisen. Euch fehlt Eisen. Das könnte ein Lied werden. So, ich dachte eigentlich, ich hätte irgendwo noch Leute ach ja, genau, da kommen sie auch direkt her. Besetzt für mich diesen Siedlungsplatz. Und dann, Erik, reiß mit deinen Soldaten diese Kaserne ein. Doch, schau, das ging doch. Haben wir die hier auch? Wie sagt man? Befriedet. Ich glaube, die haben sich... Sieg! Das Rebellendorf Turt ward vernichtend geschlagen. Das hat niemand angesprochen. Ich habe mich einfach mal hier selbst schnell dazu entschieden, das selber zu tun. Jetzt haben wir das nämlich schon mal geklärt. Die Kanonen fahren bitte mal hier hin. Und da fahren auch hin die anderen drei Kanonen und diese zwei Truppsoldaten. Ich dachte schon, die wären beschädigt oder nicht ganz vollzählig, aber das war ein Fehlalarm meinerseits. Oder wäre ein Fehlalarm meinerseits gewesen. 50 Eisen hierfür, 50 Eisen hierfür. Und der hier hat wahrscheinlich auch noch gar keine Einheiten. Genau, 1 und 2. Und oh, ich sehe gerade, der hat noch nicht die volle Angriffspunktezahl. Das heißt, da muss noch ein bisschen was geforscht werden. Ah, gern. Da sind mir sogar die Soldaten mit mir einer Meinung, denn voll funktionsfähige Rüstungen sind natürlich immer ein sowohl optischer als auch, wie soll ich sagen, schützender Augenschmaus. Ach ja, Moment, da ist die Motivation schon wieder in den Keller gesunken. Zack, gleich mal hier wieder aufgerüstet. Die hier können sich auch hier direkt mit sammeln. Der Rest von euch, oh ja, muss aber durchaus... Mal hier alle Leibeigenen bitte mal hier noch ein bisschen Holz sammeln.
Was haben wir hier? Achso, unseren Schützentrupp und unsere Helden, die sammeln sich halt erstmal hier. Genau, Erik selber, der darf sich auch mit hier sammeln. Die Leibeigenen dürfen das hier einfach mal so weiter tun, wie sie möchten. Wie gesagt, wir haben ja rundum kein Holz mehr. Wir haben auch hier hinten jetzt alles abgeschlagen. Das geht tatsächlich ziemlich fix. Aber gut, wie gesagt, oh ja, 10.000 Holzeinheiten, ich sehe es gerade. Alles klar. Okay, ihr geht mal hier bitte wieder zurück zur Garnison und holt euch hier noch ein paar Einheiten wieder zurück. Ansonsten müsst ihr eigentlich alles weit losgeschickt haben, glaube ich. Das Dorfzentrum wird ausgebaut, die Helden sind alle drei. Und ein, ach nee, schau, Salem bewegt sich nicht. Jetzt sind alle drei Helden unterwegs. Das ist gut. Wenn mein Wunsch der Befehl ist, dann können wir so auf jeden Fall gut miteinander harmonieren. Die Einheiten hier sind auch da, die sind da, alles klar. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich denn jetzt hier bitte durch? Ich schicke jetzt einfach mal meine Reiter vor. Nicht, dass wir jetzt in dem Moment angegriffen werden. Geschlossenes Tor. Frage. Wie komme ich da durch? Muss ich das irgendwie einschießen oder so? Oder kriege ich dafür irgendwie den Schlüssel, wenn ich ganz lieb bitte bitte sage? Oder kostet mich der Schlüssel jetzt irgendwie so 300 Billionen Münzen oder irgendwie so? Es sollte mich nicht wundern. Was mich... Ach so, genau. Ich habe es gerade groß angekündigt, habe es aber noch nicht gemacht. Bitte erforscht die restlichen Rüstungen. Hey. Ach so, ich wollte gerade sagen, die sind wahrscheinlich gerade in dem Moment rausgegangen, wo wir noch hier abseits standen. Aber das ist, also... Ja. Putzig mit anzusehen, aber durchaus kein würdiger Gegner für uns. Da rollen die Kanonen. Da ist noch eine Kanone, die fahren wir mal nach hier oben. Muss ich die Dinge jetzt einschießen? Nee. Ja, wie soll ich denn da jetzt reinkommen? Truppen zur Unterstützung. Nee, da will ich hin. Es wird sehr gut verteidigt. Ja, wer die Kanonen braucht, müssen, um an der Verteidigung vorbeizukommen. Ja, Moment. Wir laufen jetzt ja die Soldaten, die hier zurückgelaufen sind, laufen die nicht bei uns vorbei? Ach nee, Moment, ich sehe gerade, wir können da ja außen rumgehen. Das ist ja doof. Jetzt habe ich die ganzen Kanonen schon in Position gebracht. Jetzt muss ich die wieder... hoppala, da bin ich nochmal am Mikrofon hängen geblieben. Jetzt muss ich die ganzen Kanonen wieder außen rum schicken. Aber gut zu wissen, dann kann ich die zwei nämlich gleich abbremsen. Stellen wir euch nämlich hier hin. Und dann, weil... Ach genau, schaut, da laufen wir doch vorbei, die Schlawiner. Ja, nö, da laufen wir dann direkt, würde ich sagen, in die gegnerische Basis rein. Jetzt haben wir hier nochmal unsere ganzen... Oha, unsere ganzen Soldaten. Oh, tatsächlich. Der Erfahrungsgrad macht tatsächlich einen Unterschied beim Schaden. Und ich muss nicht natürlich zusammenreißen, dass ich nicht direkt wieder meine Leute in ihr eigenes Verderben schicke. Und dann mal noch drei Kommandeure hierzu, einen hiervon. Mal noch Apparat, das haben wir schon erforscht. Das war jetzt ein... Ach nee, gut, ich habe mich bloß einmal geklickt. Ich dachte schon, ich habe ihn zu oft erwischt. Unseren Hauptmann. Und dann haben wir hier genug Kommandanten zusammen, um die Leute zu vernichten, hoffe ich. Mordred, so langsam wird's dünn für dich. Aber ich habe bis jetzt... Oh, balla, wie können die denn so schnell da hoch und runter laufen? Ich hoffe bloß, dass die uns... Oha, der stolze, starke Leibeigene. Hat der gerade mit seiner Kanone versucht, uns anzuschießen? Pass mal auf. Zack. Nein, wir laufen ihm nicht hinterher, Da haben wir bloß das Problem, dass wir direkt in die Ballistatürme reinlaufen. Jetzt hörst du mal auf damit. Schießt er jetzt wieder oder was? Oder geht er jetzt zurück? Ne, er geht zurück. Okay, gut. Sind die Kanonentürme, sind die Kanonen schon da? Ne, die eiern da alle leider ganz langsam außen rum. Ja, das mit den Steuern. Ich weiß. Zack, Problem gelöst. Solange nur einer ein bisschen traurig ist, ist das alles noch verschmerzbar. Solange er nur ein bisschen weint und keine Revolte anzettelt, ist das doch durchaus... Eine angenehme Meldung. Apropos angenehm, wir brauchen hier bitte noch die anderen Forschungen. Nochmal ein bisschen noch ein bisschen Forschungs- oder noch ein wenig Schadenspotenzial erhöhen. Und dann geht's los. Wie gesagt, drei Helden haben wir uns abgezogen. Das ist nicht gut. Die Hälfte quasi unseres unserer Gemeinschaft fehlt. Gut, ich meine, Helias haben wir ja wieder gefunden. Jetzt ist noch die Frage, wo Ari und Pilgrim sich versteckt halten. Beziehungsweise nicht versteckt halten, aber ich hoffe nur, dass hier nichts passiert ist. Weil irgendwie wurden die ja losgeschickt und wir haben noch nichts von ihnen gehört. Aber gut, vielleicht machen wir einfach nur zu viele Gedanken, da wird schon nichts passiert sein. Jetzt ging der Anfang so schnell und ich habe gedacht, jetzt kann ich gleich die nächste Forschung in Auftrag geben, aber da passiert wieder nicht viel. Na komm, lassen Sie mich nicht unnötig warten. Na komm.
Na komm. Da, schau, geht doch. Dann machen wir hier noch die letzte Forschung. Kann ich das schon mal nicht vergessen. Und ihr rollt mal hier nach vorne und reißt diese Türme nieder. Und danach kümmern wir uns. Ja, sehr schön. Sehr viele berittene Einheiten. Danach kümmern wir uns mit Freuden um die restlichen Einheiten hier. Also dann haben wir der Dame aber echt viel geholfen. Wir haben ihr hier unten das eine Dorf aufgebaut. Wir haben ihr hier oben das andere Dorf niedergerissen mit den Aufständischen. Wir haben ihr für unglaublich übertrieben viel Geld diese Minen abgekauft. Wir haben eigentlich ihre ganze Region wieder in Schuss gebracht. Also. Und wir vertreiben jetzt auch noch diesen räudigen Mordred. Also eigentlich ein bisschen Dankbarkeit erwarte ich jetzt eigentlich schon. Hey, ach so, gut, okay. Ich dachte schon, wir werden angegriffen, aber nein, wir schießen bloß. Oh, apropos, wir schießen bloß. Habe ich denn hier schon. Oh, ich habe noch nicht mal diese Geschosse erforscht. Ich rechne übrigens damit, dass wir gleich angegriffen werden. Deswegen unsere Kavalleristen direkt mal dahinter positionieren. Wie viele Schützen habe ich denn dabei? Ich glaube, bloß ein oder zwei Trupps, ne? Ich kann den leider nicht mal doppelt anklicken. Aber ich sehe hier zwei Trupps, das ist okay. Oh ja, da kommen schon die ersten Schützen. Los, die sollen gar nicht groß auf uns schießen können. Oha. Oh, und da habe ich schon die erste Kanone verloren, ich habe es gesehen. Aber komm, die sind jetzt auch keine wirkliche Bedrohung für uns. Das machen wir so. Bleib, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Oh, da haben wir leider einen verloren. So, da schießen wir es auf diesen Turm und danach rollen wir Stück für Stück vor und klopfen diese Jungs raus. Oh, da oben steht auch noch einer. Der hat sich echt überall gefestigt. Zum Glück ist. Ich glaube, die Belagerungskanone ist auch die einzige, die wirklich großen Flächenschaden macht. Das nutzen wir dann natürlich auch aus, wenn Leibeigene versuchen, diesen Ballisterturm zu reparieren. Da können wir das Feuer einfach auf dem Ballisterturm konstant halten und dann die Leibeigenen quasi nebenbei in den Staub schießen. Gut, ich meine, das erübrigt sich jetzt hier, da die jetzt hier uns gerade so stehen und von den Kanonen quasi angelockt werden. Aber gut, das ist ja, ne? Und weg mit dem. Genau, und dann geben wir hier mal das Ziel auf diesen Turm. Na, Jungs, lasst euch hier mal bitte nicht von dem Leibeigenen wegboxen. Ja, ihr werdet angegriffen von einem bösen Leibeigenen. Obwohl, die sollen wir nicht unterschätzen. Unsere Leibeigenen haben ja vorhin auch schon einen weggeboxt. Das ging besser, als ich dachte. Wie viel Schaden machen die? 83. Gut, okay, man kann jetzt natürlich sagen, wenn wir Erik daneben stellen, werden die natürlich noch wesentlich mehr Schaden machen. Vier Kanonen, habe ich irgendwas übersehen? Nee. Ja, das Sägewerk ist traurig. Das glaube ich. Wir holen hier gleich mal noch eine Kanone, fahren die hier hin. Erforschen, erforschen sage ich schon, sprechen nochmal alle Leute heilig. Genau, siehst du, und schon sind alle glücklich. Und wir haben sogar noch ein bisschen Platz eigentlich, um Leute zu rekrutieren. Wir haben bloß leider kein Eisen mehr, um das groß zu tun. Holen wir nochmal diese Leute hier hinzu. Hier kostet das auch Eisen, das ist sehr schade. Hier sind nochmal zwei, oh, zwei Helden und zwei Kavallerietrupps. Die übrigens hier mal Schritt halten mit den Kanonen. Nicht, dass hier noch ein ganz böses Dilemma passiert. Muss ich hier außer rum? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich kann einfach mal hier durch. Langsam, langsam, langsam. Oh, nein, 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 nein. Zurück, 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 zurück. Wir wollen keinen unnötigen Schaden einfahren. Als ob das ein Kanonenturm ist. Einfach nur drehen und schießen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir sind außerhalb der Reichweite dieses Kanonenturms. Wahrscheinlich auch dank der Forschung der Alchemisten. Und hier, wir sehen schon, der Leibeigene möchte reparieren, aber das ist, ja. Ein unnützer oder ein nicht helfender Zeitvertreib. Ihr positioniert euch gleich mal hinten auf. Und dann schießen wir uns hier Stück für Stück einen Weg hinein. Ich überlege bloß, wenn Gebäude brennen in diesem Spiel, kriegen die dann auch Schaden über Zeit oder brennen die bloß als Animation? Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Das Einzige, wo ich mir gerade sicher bin, ist, dass ich hier nicht vergesse, auch die ganzen Ränder abzusuchen, nicht, dass hier noch irgendwo Kanonentürme stehen. Und ich die einfach mal eiskalt übersehen habe. Wir sehen schon, zwei Kanonen sind schon beschädigt. Eine mehr, eine weniger. Gleich hier mal bitte aufschließen, Jungs. Ne, hier ist nichts. Lalalala. Kommt bitte nicht auf mich zugelaufen. Kommt bitte nicht auf mich zugelaufen. Na, 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 na. Bleibt weg von mir, bleibt weg von mir, Jungs. Helft ihm. Helft ihm, helft ihm, helft ihm. Ja, die gut sind jetzt hier wirklich so nur so. Trainings- oder Trainingsziele für uns zum Beschießen. Die Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Schau, ist doch alles gut. Achso, ich sollte vielleicht auch unsere Schützen direkt dahinter stellen, dann laufen unsere Soldaten nicht Gefahr, direkt da reinzulaufen. Das ist egal, das haben wir soweit erledigt. Oh ja, jetzt hat die dritte Kanone auch ein paar Schadenspunkte abbekommen.
Oh, und der Armbrustschützenhauptmann schießt nochmal auf unseren Ritter, aber da passiert nicht viel. Oh, da wird geschossen. Gleich in diese Richtung ballern, Jungs. Schenkt denen mal solide 24 Pfund Eisen. Ah, da gehen die schon zurück, das würde ich denen auch empfehlen. Hoffentlich haben wir noch einen erwischt. Oh, da ist ein Kanonenturm. Bleib auf den Kanonenturm schießen. Sehr gut trotzdem, dass uns dieser Kanonenturm nicht erwischen kann. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt bereits voll erforscht. Nein, nein, nein. Was macht ihr denn, ihr Deppen? Ihr sollt da nicht reinfahren. Ihr sollt doch bloß auf den schießen. Oh, und da ist auch die Kanone auseinandergefallen. Da oben ist ja noch ein Kanonenturm. Fahrt doch. Wieso hörst du nicht auf meine Befehle? Oha, oha, oha. Also irgendwie geht das gerade dezent den Bach runter. Jungs, geht ihr mal nach vorne, wahlweise ihr auf die. Oha, oh, 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 oh. Jetzt verliere ich wahrscheinlich ein paar gute Soldaten. Oh, da sind schon die ersten umgefallen. Das ist gerade gar nicht gut, das ist gerade gar nicht gut. Es geht natürlich wieder unglaublich nach hinten los. Egal, schlagt ihr mal hier den Kommandanten auseinander. Und ihr schlagt dann hier bitte den Kanonenturm auseinander. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, gut, dann müssen wir improvisieren. Schicken wir euch trotzdem mal da hoch. Ihr geht auf diesen Turm, ihr geht auf diesen Turm. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Da waren wir jetzt leider im Zugzwang, weil die uns sonst die Artillerie, nee, umgekehrt, weil die uns sonst mit ihrer Artillerie, unsere Artillerie auseinandergerissen hätten. Ah, jetzt haben wir natürlich, wie gesagt, ein paar gute Pferdekämpfer verloren. Oder halt Kämpfer zu Pferd. Reißt das ein, reißt die da ein und los geht's. Ja, 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 jetzt jammert hier mal nicht so rum. Seid gesegnet und haltet eure Klappe. Möchte ich hier mal so einfach mal völlig dreist rausballern. Ja, Jungs, ihr dürft ja nicht nur zugucken, ihr müsst den Jungs auch schon helfen, wenn die hier angreifen. Der hat gut, der rennt einfach mal zurück, solange der noch lebt. Und den schicken wir auch mal direkt nach da oben. Und euch rekrutiere ich auf, Dario auf zu blinken. Erik für alle. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Schaden. Und irgendwo habe ich hier doch gedacht, hier haben wir Leute verloren. Ne, es hält sich bis jetzt noch an Grenzen. Okay, alles gut. Ich glaube, wir haben... Salem ist zu Boden gegangen. Erik ist da. Erik schlägt im Kreis. Die Armbrustschützen fallen in den Staub, wo sie auch hingehören. Wir rücken auf. Wir rücken auf. Das ist eingefallen. Okay, gut. Der hat zwei Garnisonen hier sogar. Heftig. Und irgendwo werden wir wieder beschossen nach da hinten. Na gut. Hörst du mal bitte auf, hier auf mich zu schießen. Reißt hier mal die Kanone ein. Reißt hier mal diese Schießanlage ein. Und danach gehen wir direkt auf die Kanonengießerei. Je mehr Truppen er verliert, umso besser. Zack. Ja gut, dann geht ihr dahin und ihr geht nach da unten. Perfekt. Ah, ich glaube, auch wenn wir uns hier gerade leicht auseinanderziehen lassen, jetzt sind wir wieder Herr der Lage. Einmal bitte hier drauf schießen. Salem lebt wieder. Salem geht hier mit drauf. Dario, gehen wir in diese Richtung. Und ihr schaut euch mal hier um. Irgendwie muss ja bestimmt noch irgendwo so eine Burg oder sowas sein. Ich hoffe bloß ohne Kanonentürme, sonst haben wir gleich ein Es hat leider jetzt unseren Hauptmann noch den letzten Soldaten gekostet. Und hier, zum Glück haben wir bloß einen Streifschuss abbekommen. Du galoppierst nach hier unten. Ihr kommt nach hier oben. Ach, du hast auch keine Soldaten mehr unter deinem Kommando. Das ist tragisch zu sehen. Du kommst trotzdem mal hierher. Du holst deine Leute hier dazu. Ja, ja, deine Elfen. Ich glaube, die Luft bekommt ihn nicht, wenn er ständig irgendwo Elfen sieht. So, jetzt nicht nach da unten laufen. Nicht nach da unten laufen. Wir schicken unsere Kanonen vor. Zumindest nicht als Schussfänger, das ist logisch. Aber zumindest sollten die eine ziemlich große Sichtweite haben. Beziehungsweise kann da Erik als Unterstützung mit hinzugezogen werden. Dann schauen wir mal, wo hier gegnerische Kanonenpositionen sind. Oh, apropos Kanonenposition, das können wir hier eigentlich gerade noch anreisen. Und wir haben wieder eine Kanone dazu gewonnen. Also von den fünf, wo nur noch zwei übrig sind, kommt wieder eine dritte hinzu. Das wird sogar kaputt gemacht. Jetzt schaut mal, hier soll ich da nicht hinstellen, ich soll das Wohnhaus kaputt machen. Der wird abgeschossen, sehr schön. So, da la. Oh ja, da Süßtag will eine kleine Einheit sich mit uns anlegen, aber die ist ziemlich schnell erledigt, hoffe ich. Zack, sehr gut. Jetzt muss hier der Turm noch vernichtet werden, die Garnison. Und hier rollen wir mit unseren Einheiten nach vorne. Hier oben ist soweit alles ausgelöscht.
Puh, diese Fürstin ist schon wirklich faul. Also ich verstehe nicht, wie wir jetzt die noch so unterstützen konnten. Das ist schon sehr, sehr dreist.